Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SMW Gaiden. Heute am 5. Juni um kurz vor 15 Uhr. Wir haben in der letzten Folge, beziehungsweise auch schon in der Folge davor, ein wenig in das zweite Schloss hinein spielen können. Und problematisch an diesem Schloss ist aktuell ein gewisser Sprungfragezeichen. Moment, ich muss hier wieder drauf achten, genau. Von oben, von unten, von links und rechts. Ein gewisser Sprung, weil das Ding ist, dass diese Späne da, die kommen natürlich gleich nochmal wieder, für den Fall, dass ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt. Und das Problem ist, dass die, ja, dadurch, dass die sehr, sehr selten kommen, bin ich nicht so wirklich mit der Hitbox vertraut. Aber wir können natürlich auch einfach schauen, dass wir notfalls hier, ich nehme mal sich jetzt aber hier hin. Oh, den Schaden wollte ich, Moment, ich wollte den Schaden nehmen in der Hoffnung, dass ich dann auf der Spitze stehen bleiben kann. Aber das funktioniert ja gar nicht und umdrehen habe ich noch nicht mal Schaden gekriegt, okay. Aber das war, glaube ich, so das Ding. Also ich hatte die Folgen vor einigen Stunden kontrolliert und ich weiß nicht, ob ich das da gesagt habe. Vielleicht habe ich es auch nur gedacht, das passiert ja auch öfter mal. Ne? Ihr denkt euch so, oh, der Typ, der redet ja am laufenden Band und so weiter, aber ihr müsst bedenken, dass ist eigentlich nur die Hälfte. Ja, das, was rauskommt, ist nur die Hälfte. Eigentlich denke ich mir meinen Teil auch noch. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder gedacht habe, dass ich ja, wie gesagt, warum wackelt der denn da schon vorher? Ich stand da doch gar nicht drunter. Ja, meine Hoffnung war jetzt einfach, dass der, um jetzt mal endlich den Satz zu beenden, dass ich den Pilz nutzen kann, um notfalls da gezwungenen Schaden zu nehmen. Also, was heißt gezwungen, gewollt, offensichtlich. Aber das hat ja jetzt gar nicht funktioniert, ey. Aber wie gesagt, hier muss man schauen, dass man vielleicht in Zukunft einen flüssigen Intervall findet, damit man dann nicht so lange warten muss, weil warten fuckt ab. Ja, okay, das war halt jetzt richtig Absturz. Bin ein bisschen ungeduldig, will jetzt wieder zu dieser Stelle kommen. Ja, fall halt runter. Ja, ich denke, ich, ja, mach das einfach so. Ja, okay, ja. Da hätte ich mich dann ein wenig weiter nach vorne stellen müssen, dann hätte das natürlich geklappt. Okay, ich versuche das jetzt mal. Ja. Nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Okay, hier bleibe ich stehen, Sicherheitshalber. Okay, vielleicht doch nicht. Aber das ist es, das ist es. Wenn man da direkt durchlaufen kann, ist das ein verdammt gutes Level-Design. Wobei, ja, es heißt nicht automatisch, dass, wenn das nicht der Fall ist. Ja, es, ich meine, manchmal, okay, das funktioniert nicht. Manchmal will der Erschaffer auch nicht, dass man durchrennt. Aber das ist gut zu wissen, weil wenn man das einmal macht, ja, dann hat man es intus und dann kann man auch nicht mehr abgestreckt werden. Gut, da hatte ich das Problem, dass ich ein bisschen zu viel Momentum hatte und das war auch sehr, sehr lagbehaftet. Ne? Also da war, was heißt lag? Slowdowns, weil zu viel auf dem Bild war. Da war ich halt zu schnell, da konnte er nicht schnell wechseln und deswegen. Aber hier so, das funktioniert. So, mal gucken, ob ich dasselbe jetzt nochmal machen kann. Ja, okay. Da muss ich halt stehen bleiben wegen dem Pilz. Daher, ich habe gerade versucht hochzuspringen, aber hat nicht funktioniert. Okay, gut. Da muss ich meine Taktik überdenken. Ich meine, beziehungsweise, ich könnte notfalls auch Drehsprünge machen, jetzt mal ganz im Ernst. Moment. Das, testen wir doch gleich mal, wenn wir da hinkommen. Wenn ich jetzt hier konstant, ja, okay, das funktioniert irgendwie nicht. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass ich dann einfach Drehsprung-Style-mäßig die ganze Brücke nehmen kann, aber das funktioniert auch nicht. Und da hatte ich, glaube ich, zu viel Momentum. Das war bisher, glaube ich, auch nicht der Fall. Deswegen ist dieser Sprung jetzt ein wenig anders verlaufen. Ja, okay. Naja, Wackeldackel und so. Das hier fuckt mich ein bisschen ab, weil ich immer noch Angst habe, dass ich getroffen werden könnte. Ja, notfalls, ich meine, vielleicht kann ich mir irgendwie was ausdenken, wenn ich auf den Pilz verzichte. Weiß nicht, ob das geht, ob man dann durchrennen kann. Ja, das ist kompliziert. Beziehungsstatus kompliziert, würde ich sagen. Für diese Abteilung, ja, das ist einfach zu viel. Aber wie gesagt, da einfach mal den Drehsprung versuchen. Aber klar, der Drehsprung hilft natürlich nicht, wenn die Flamme von oben kommt, ne? Es sei denn, ich mache einen vollkommenen körperlichen Drehsprung. Da dreht sich dann auch einfach der Kopf mit. Ja, alle Körperteile müssen sich einfach drehen. Und dann funktioniert es. Vielleicht, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Oh, das ist ja noch angenehmer, Leute. Einfach stehen bleiben. Weil wir hatten ja vorhin so ein, zwei Fails, weil der Sprung irgendwie komisch war. Aber hier bleibe einfach, was habe ich gesagt? Nicht stehen bleiben, einfach durchrennen.
einfach überhaupt gar nicht springen. Mal gucken, ob ich das jetzt noch... Naja, nee, das... Die Stelle hält mich so ein bisschen davon ab. So, hier... Ja, genau, machen wir das so. Und dann schauen wir mal, dass wir hier erstmal uns so ein bisschen wieder vorbereiten können. Genau, der fällt runter. Das wird nichts. Aber im nächsten Mal... Ja. Ich muss direkt rüber. Ich muss direkt rüber, sonst werde ich da gebrutzelt. Das... Ja. Ich glaube, anders geht's nicht. Okay. So, also jetzt wieder ganz normal laufen, keine Angst haben. Das sind so die Quality of Life Changes, würde ich mal sagen, wenn man das weiß. Das ist so angenehm, wie man sich da die ersten Male so langsam rangetastet hat, ne? Herrlich, herrlich, herrlich. Aber hier... Ah, das dauert, das dauert, das dauert. Da kam die Flamme von oben, okay. Ja, den zweiten Teil, den muss ich jetzt nochmal observieren. Da muss es doch auch einen ganz einfachen Weg geben, oder? Irgendwas, was man dann im Schlaf beherrschen kann. Ja, da... Ich habe zu viel Angst vor dem Ding, würde ich sagen. Aber egal. So, und hier, ich versuche jetzt mal... wie gesagt, das geht nicht. Kannst halt nicht durchrennen, die Säge. Vergiss hier immer wieder die Säge. Warum? Warum vergesse ich sie? Ist sie zu hässlich? Ich weiß nicht. So, hier, zack, zack, zack. Das geht, okay. Muss da auch nicht stehen bleiben. Hier nehme ich es dann. Und dann schaue ich einfach mal, dass ich da keinen Schaden nehme. Ja, 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 ja. Gleich kommt es wieder hoch. Ja, ja. Das ist jetzt auch vom Timing ein bisschen anders gewesen, ne? Als wenn die irgendwie alle global agieren. Fucking Globalisten, ey. So, das ist auch perfekt. Da kann ich hier notfalls den... Ja, ich nehme jetzt einfach mal den Schaden. Immerhin kommen wir dann so ein bisschen weiter, okay. Ich trigger erstmal das Ding da oben. Ja, so, perfekt. Dann schaue ich erstmal, dass ich jetzt springe. Natürlich nicht zu hoch, sonst gibt es Ärger. Ach nee, Moment. Also erstmal gab es da ein Leck, was nicht so geil ist. Und zweitens, wir waren ja schon mal da. Ich bin so dumm. Ich dachte jetzt, das wäre was Neues. Aber klar, jetzt würde ich die Ruhe-Line nicht sehen. Einfach, wir laufen mal durch. Ja, da oben. Das hatte mich, glaube ich, penetriert. Genau das hier ist jetzt neu. Okay. Sollte mir das jetzt Angst machen? Fragezeichen. Ich mach mal kurz hier an und aus, damit die letzten Sekunden nicht asynchron werden. So, was macht das? Das macht das auf. Okay. Kleine Rätselspielchen oder wie oder was? Okay. Ja, ne? Du musst halt schauen, dass du... Nee, Moment. Das ist doch dumm. Ja, aber das muss ich ja machen. Es gibt ja gar keinen anderen Weg. Ja, das ist... Oh, das hätte sogar funktioniert. Ja, da war ich jetzt sehr, sehr verunsichert, aber ich hätte es einfach... Ich hätte es einfach um mich zukommen lassen müssen, ne? Schade, dass es hier kein verstecktes Leben gibt, so wie im ersten Schloss. Na gut, ja. Dann würde ich mal sagen, war es das heute mit Let's Play SMW Gaiden. Ja, Fortschritte wurden getätigt, ne? Wir wissen ja jetzt so halbwegs, wie wir das machen können. Und vielleicht kann ich den ersten Pilz... Wobei, nee, muss ich ja gar nicht. Ich muss den ersten Pilz ja nicht retten, weil ich ja durch den Mittelpunkt groß werde. Ne? Das ist ja so das Ding. Also von daher finde ich, dass wir das alles ja, einfach wieder nachholen, kopieren können, nachmachen können. Und dann schauen wir mal, wie das nach dem Mittelpunkt weitergeht. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.